Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ich hab einen Nerdreiz. Blöd. Jetzt Portal. Auf nach Motorville wieder. So, ich bin jetzt wieder zurück. Also, wo fangen wir an zu suchen? Du weißt noch, wie das geht, oder, Olli? Wir müssen die Gemeinsamkeiten aufspüren. Irgendwo hier gibt's jemanden, der unserer jungen Esther irgendwie ähnelt. Also, welche Mädchen fällen dir ein? Mädchen? Ich rede eigentlich nicht mit Mädchen. Meinst du nur mit Philipp? Verflixt, das ist überhaupt nicht gut. Wie sollen wir das denn anstellen? Ich bin sicher, dass mich an jedem... Ich bin sicher, dass sie mich an jemanden erinnert. Kannst es aber nicht genau sagen, was egal. Wenn der Geist jetzt Pause braucht, müssen eben die Beinchen ran. Drehen wir mal eine Runde durch die Stadt und schauen, ob wir Esthers Seelenverwandte finden, ja? Okay, Tröpfchens. Suchen wir dieses Mädchen. Und es wird genau angezeigt, wo es ist. Wohin müssen. Du bist im Weg. Und mich juckt seine Nase. Na. Hey, da fällt mir ein. Spuck's aus, Junge. Denkst gern an Mädchen, stimmt's? Was? Nein, ich hab nur... Also, ich hab Philipp in seiner Werkstatt besucht haben. Bam! Als ich Philipp in seiner Werkstatt besucht habe, war da dieses Mädchen. Sie hat uns immer von ihrem Fenster aus beobachtet. Von ihrem Fenster aus? Was klingt nach dem richtigen Mauerblümchen? Ja, schon. Es ist das Fenster da drüben. Oh, das ist sie, Tröpfchen. Mensch, Olli, wieso ist sie denn nicht gleich eingefallen? Die ist ihr doch wie aus dem Gesicht geschnitten, Mann. Hä? Wem denn? Was denkst du denn, du Dödel? Der Tochter des Weisen natürlich. Die offensichtlich ihre verflixte Seelenverwandte ist. Ist es wirklich so offenkundig? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast aber gute Augentröpfchen. Sie war ja nur ganz kurz am Fenster. Unterschätze niemals die Adleraugen einer Fee, mein Junge. Ich könnte einen Staubkorn auf einer Nadelspitze erkennen, jawohl. Jetzt übertreibst du es aber. Egal, sie ist es, kein Zweifel. Wir müssen uns einen Weg in ihr Zimmer bahnen. Okay. Auf zum Haus. Na, ich hab doch X gedrückt. Hat keinen Zweck, keine Macht auf. Stimmt etwas nicht, mein Lieber. Es ist niemand zu Hause, musst du wissen. Ich muss mit dem Mädchen sprechen, das hier wohnt. Du bist ein Freund von Myrtle? Wie wird das ausgesprochen? Myrtle? Ne? Oh, du Ärmster. Du machst dir sicher große Sorgen um sie. Hä? Meine Güte, du weißt gar nicht Bescheid? Also, unter uns gesagt. Warum muss man so einen komischen Namen nehmen? Myrtles Familie macht schwierige Zeiten durch. Wieso denn? Ihr Vater arbeitet Tag aus, Tag ein. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er ist kaum noch zu Hause.
So eine Schande. Rasti. Fehlt nur noch ein K davor. Krasti. Rasti war immer ein so liebevoller Vater. Aber irgendwas ist ihm zugestoßen. Er hat sich verändert. Manchmal kann ich sein Brüllen durch die Wände hören. Ich weiß nicht, wie die arme Betty damit zurechtkommt. Und die arme kleine Mütje. Wieso nenne ich sie Myrte? Nein, Myrtle. Erst. So eine Schande. Betty ist Rastis Frau, genau. Und sie steht immer noch zu ihm, wie am ersten Tag. Erst heute Morgen habe ich gehört, wie sie ihm versprochen hat, ihm sein Mittagessen in die Werkstatt zu bringen. Und sie bereitet dieses Sandwiches mit so viel Liebe zu. Es bricht einem das Herz. Mir kommen schon die Tränen, wenn ich nur daran denke. Solch eine gute Seele, die arme Betty. Ich würde diesen Rasti Wagner gerne mal die Meinung geigen. Was? Wagner als Nachname? Irgendwie passt der Vorname nicht zum Nachnamen. Oh je. Oh, aber ich schwatze schon wieder zu viel. Hör nicht auf mich, Schatz. Ich bin nur ein verrückter altes Weib. Was? Grüß Myrtle von mir, ja. Verdammt, bei dem Wacken hängt der Haussegen wohl ganz schön schief, was? Tröpfchen, wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen Myrtle helfen. Leichter gesagt als getan, Olli. Sie kommt nicht auf den Flausch raus und wir kommen nicht rein. Es sei denn, wir zaubern die Tür auf. Du hast recht, wir sollten die Tür mit Magie öffnen. Nur ich weiß, wie das geht. Nur ich kann da rein. Was? Nur ich kann da rein und mit ihr reden. Bist du sicher, dass du das machen willst, Junge? Als meine Mama gestorben ist? Wenn du mich nicht in die Wald mitgenommen hättest, hätte ich, als ich dachte, ich sei ganz... Was? Nochmal, alles von vorne. Wenn du mich nicht in deine Welt... Wieso habe ich Wald gesagt? Mitgenommen hättest, als ich dachte, ich sei ganz alleine... Wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre ich jetzt immer noch alleine. Darum müssen wir Myrtle helfen. Wenn wir das nicht tun, wird sie dazu verdammt sein, immer nur aus dem Fenster zu schauen, ganz alleine. Na gut, das ist ja wohl ein ausreichender Anlass für einen kleinen Einbruch, denke ich. Lass uns reingehen. Okay, Tröpfchen. Also, Schloss öffnen. Nanu, sie geht nicht auf. Hä? Das ist aber komisch. So ein billiges Schloss sollte eigentlich kein Problem sein. Was ist los, Tröpfchen? Es liegt an der Tür, Junge. Eine böse Macht beschützt sie. Dein Zauber ist nicht verpufft. Die böse Macht hat ihn gekontert. Was? Gekontert? Oh nein! Das muss das Mädel sein, nicht? Sie ist immerhin die Seelenverwandte der Tochter eines Weisen. Glaubst du? Und was machen wir jetzt? Ich kann dir sagen, was wir nicht machen. Versuchen, zur Haustür reinzukommen. Ist eh nicht nett, bei fremden Leuten einfach so reinzuschneien. Du hast recht. Ich denke, wir müssen einen anderen Weg finden. Typischer Satz für Batman. Das war... Pia, vielleicht... Na nu, was ist los, Olli? Vielleicht weiß Pia etwas darüber. Ui, was geht denn hier ab, verflixt? Und wieder zurück. Olli, du musst da rein. Was? Sie ist offen. Wie zum... Hast du einen anderen Zauber benutzt oder was? Nein, das war... Ich war das gar nicht. Es war Pia.
Hä? Wo ist sie hin? Nicht so wichtig, da mal rein, oder? Da oben ist schließlich ein Fräulein in Nöten, Junge. Ha, 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 ha. Wie lustig. Who are you? My name is Oliver. Don't worry, I'm not crazy. I'm a kid from right here in Motorville. Just like you. I know. I've seen you. You have? I'm sick. I can't leave this room. If I go outside, it hurts. So all I can do is look out at the world from my window. That's why they call her Starry Mary. Shh! Don't worry, man. No one can hear me but you. I can talk as loud as I want! Yes, that's why they call me Starry Mary. Huh? Crikey, can she hear me? That's what they call me around here. But you knew that already, huh? I bet you think I'm weird, don't you? No, I don't. It's okay. I don't mind. You should go before my father comes home. Oi, come here a sec. This is proper weird. I've looked as hard as I know how, but she doesn't seem sick at all. She's as fit as a fiddle, in fact. You mean you can tell? I'm Lord High Lord of the Fairies, and I, of course I can tell. So what is wrong with her? Well, whatever sickness she had might be gone, but something still got a hold over the poor dab. Hmm. What is it? Oh, nothing. I'm gonna come see you again. Okay, Myrtle? Huh? Well, if you can't leave your room, I'll come to you instead. That way we can be friends. How does that sound? Oliver... You can't. Huh? My father won't allow it. You should leave. But Myrtle... Es ist genau so, wie du gesagt hast, Teufel. Man könnte fast meinen, Myrtle und Esther wären ein und dieselbe Person. Sag ich doch, oder könnten Zwillinge sein, Mann. Ich wusste, dass sie Seelenverwandte sind, gleich als ich sie das erste Mal gesehen habe. Aber sie hat kein gebrochenes Herz. Etwas anderes verhindert, dass es ihr besser geht. Es sind sicher ihre Eltern, ihre Familie ist... Wenn man der Klatschtante glauben will, ja. Ihre Eltern scheinen sich ein bisschen in den Haaren zu liegen. Wollen wir uns wirklich in so eine Familiensache reinziehen lassen, Olli? Das vielleicht nicht, aber wir müssen Myrtle helfen. Familie ist wichtig, das Wichtigste überhaupt. Tja, wenn du es so sagst, na gut, helfen wir dem armen Mädel auf zu Rustys Werkstatt. Ich hasse diese verdammte rote Schrift. Die kann man kaum lesen. Gehen wir, Tröpfchen. So. Und ich würde sagen... Also hier ein Cut mache und bis zum nächsten Part.